Hallo, hier ist wieder Sabine von Biene Loves Life. Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen irritiert bin. Ich muss eine neue Einstellung finden, weil ich tatsächlich finde, dass es irgendwie nicht so gut aussah bisher. So, wieder die eigenen Ansprüche runtergeschraubt, Also, beginnen wir nochmal von vorne. Hi, hier ist wieder Biene von Biene Loves Life und ich zeige euch heute die neuesten Kinderbücher. Heute mal in irgendeiner anderen Perspektive. Ich habe das jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Ihr steht jetzt auch auf dem Stuhl. Also wenn er sich jetzt dreht, dann ist das quasi eine ganz tolle Vorführeffektsituation. Beginnen wir als allererstes mit unseren Büchern. Und zwar habe ich vier Stück. Wer hätte es gedacht? So wie jede Woche eigentlich. Und diesmal habe ich erst überlegt, was ist das für ein Thema? Und ich habe jetzt gedacht, das ist einfach Tiere. So, fangen wir also an, um zu bezeigen, dass es doch nicht Tiere ist. Und zwar mit dem allerersten Buch. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen. Warte, für die Insider unter euch zeige ich einfach nur eine kurze Seite und ihr werdet wissen, welches Buch es ist. Es ist endlich Captain Underpants in Farbe. Und diese Captain Underpants und die Superschleimschlacht mit dem Riesenroboter Rotzlöffel Teil 2, die Rückkehr der rüpelhaften Rotzroboter, ist jetzt also endlich in Farbe erschienen. Diese Bücher mögen wir sehr. Stopp, gar nicht. Captain Underpants hatten wir noch nie. Wir hatten immer nur Dogman. Beides ist von Dev Pilkey geschrieben. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, ich will jetzt auch mal verstehen, um was es bei diesem Captain Underpants geht. Das ist ja quasi der Vorläufer oder Vorgänger gewesen von Dogman. Also haben wir es gefragt. Es ist ein tolles Buch, ein witziges Buch. Es ist ungefähr ab 8 oder 9. Die Zeichnungen sind hier noch ein bisschen lustiger, weil sie auf jeden Fall auch bunt sind. Und ich glaube, am besten ist bei diesem Buch eben, dass es auch mal von den Kindern selber gelesen werden kann. Also unsere Tochter liebt ja Dogman, aber für unseren Sohn war dieses Buch auch endlich mal ein Buch, was er lesen konnte. Dann habe ich als nächstes ein Buch von Globi. Das ist ja die Fortführung. Ihr wisst ja, wir waren ja im September, Oktober, wann denn die Herbstferien? Waren wir in der Schweiz und haben uns zwei neue Globi-Bücher mitgebracht. Letztens habe ich euch schon eins vorgestellt und wir hatten uns auch noch dieses geholt, Globi und der schlaue Bauer. Das ist wieder ein typischer Globi-Manier mit den Reimen und den kleinen Bildern. Globi also auf dem Bauernhof, ein schönes Buch und ihr wisst, wir lieben Globi und seine tollen Geschichten. Als nächstes habe ich ein Buch aus dem Arena Verlag. Dazu gab es bei mir auf dem Blog, ich glaube, auf Instagram, nicht auf dem Blog, gab es dazu im September eine Guerilla-Straßenaktion, wo wir tatsächlich Fotos zeichnen sollten mit Kreide von oder Bilder zeichnen sollten von einer Eule. Diese Zaubereulen im Feenland, das ist so eine Vorlesegeschichte. Wir haben das jetzt ein bisschen angefangen, unserer Tochter vorzulesen. Das ist wirklich ein typisches Mädchenthema. Also unser Sohn hatte dann irgendwann nicht mehr so Interesse daran. Die Bücher sind zauberhaft und ich würde sie gerne aufheben. Und ich glaube, dass das ganz tolle Bücher sind, wenn man auch selber lesen kann. Dann habe ich als nächstes noch ein tolles Buch und zwar Malen und Zeichnen aus dem Belz und Gelberg Verlag. Vielleicht wisst ihr ja, dass der Belz und Gelberg Verlag hier auch in der Nähe von Frankfurt sitzt. Und hier sind diesmal ganz tolle Ideen, was man so selber basteln und zeichnen kann. Ich habe auch das schon hier hinten gemacht. Das haben wir im Kindergarten letztens gemacht mit dem Handabdruck. Das kennt ihr ja bestimmt. Kann man die Hand nehmen und dann tausende Sachen daraus machen. Wir haben bei uns sehr bastel- und malfreudige Kinder, deswegen ist das absolut super und das ist eine tolle Idee gewesen, um ein bisschen entspannter am Wochenende etwas zu machen, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, irgendwo rauszugehen. Also, das war meine kleine Buchempfehlung. Ihr wisst, ihr könnt immer gerne auf meinem Blog bieneloveslife.com nachschauen. Dort werdet ihr mehr zu den Büchern erfahren und vor allem auch, was meine Kinder zu den Büchern gesagt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei und ich hoffe, diese Einstellung ist irgendwie ein bisschen besser. Es wird einfach immer dunkler und dieses grelle Licht von meinem Ringlicht, ich finde das einfach irgendwie nicht so schön. Ich muss mich halt immer wirklich direkt ans Fenster setzen. Und vielleicht ist das jetzt eine gute Idee, dass das auch von den Lichtverhältnissen, auch für die Bücher, alles ein bisschen mehr im Fokus steht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!